Ja, und jetzt werfen wir noch einen Blick zurück, einmal noch in dieser Woche, und zwar so weit in diesem Fall, dass man sich dabei fast was ausrenken könnte. Es geht um die, die hier schon Geschäfte gemacht haben, als die Kuriere noch mit der Kutsche unterwegs waren, und vor allem die, die immer noch Geschäfte machen. Berliner Betriebe, die ihre 100-Jahr-Feier schon lange hinter sich haben, also. Und die heutige Erfolgsgeschichte, die hat viel mit ihm hier zu tun, dem Refraktometer. Kennen Sie nicht? Uli Zelle zeigt es Ihnen. Hätte auch Hebamme werden können. Sensible Hände hat er. Sebastian Wolf ist Feinmechaniker und sorgt mit seiner Feinfühligkeit dafür, dass optische Geräte selbst im Nanobereich korrekt funktionieren. Ja, das ist eigentlich nachher der Feinschliff bei der Feinoptik, dass man, was maschinell nicht ganz so gelungen ist, dann nochmal so fein nacharbeiten kann, dass man dann die genauen Werte haben kann. Die Feinoptik spielt bei Schmidt und Hensch eine zentrale Rolle. Mit optischen Messverfahren können Dichte und Zusammensetzung von Substanzen und Stoffen analysiert werden. Die Geräte dazu heißen Polarimeter oder Refraktometer, und das seit über 150 Jahren. Das wurde benutzt, um Zuckerbauern zu bezahlen von den Zuckerfabriken nach dem Zuckergehalt ihrer Zuckerrübe. Heute sehen solche Geräte so aus und können zum Beispiel Alkohol und Stammwürze beim Bier bestimmen. Die Stammwürze und der Alkoholgehalt ist das Qualitätsmerkmal für ein Bier überhaupt und ist die Grundlage für die Brauereikunst. Die Grundlagen der Firma wurden 1864 in Berlin Mitte gelegt. An der Charité hatte Rudolf Virchow gerade über Trichinen im Fleisch geforscht. Die beiden Firmengründer boten dem Mediziner das passende Instrument an. Schmidt und Hensch hat speziell für diese Anwendung ein Mikroskop gebaut, ein sogenanntes Trichinenmikroskop, im Auftrag von Rudolf Virchow. Und das versprach Stückzahlen, weshalb die beiden sich zusammengetan haben und gesagt, jetzt müssen wir ein bisschen größer werden, um diese Quantität von Geräten überhaupt herstellen zu können. Das Unternehmen exportierte bald in die ganze Welt. Auch heute gehen 80% der Geräte in den Export und die Servicekräfte gleich mit. Frank Brandenburg ist seit 32 Jahren dabei. Ich fahre auch in Europa zum Beispiel rum, sogar manchmal bis weiter in die Welt hinein, um dort Geräte zu warten. Aber bei dieser Technik geht es nicht nur um feine Fummelarbeit. Es fallen auch Späne in der Werkstatt. Hier sind große Maschinen im Einsatz, um Neues zu entwickeln und auch Produkte selbst herzustellen. Wir wollen prinzipiell also in der Lage sein, die grundlegend wichtigen Teile selber im Unternehmen herstellen zu können. Qualität statt Masse ist ein Grundsatz in diesem Betrieb für sehr spezielle Geräte. Es sind keine tausende Stückzahlen, es ist viel Abwechslung und ich lerne hier jeden Tag immer noch was. Man muss hier in der Firma ständig dazulernen. Solange man noch ruhige Hände hat und die Augen noch mitmachen, was ja der Fall ist, da kann man schon noch durchziehen. Denn mit dem Rentenalter ist für die meisten hier noch nicht Schluss. Sie arbeiten weiter wie der Chef selbst, der trotz verlockender Angebote auch nicht verkaufen würde. Ein Unternehmen weiterzugeben ist eine ganz andere Herausforderung, ist auch ein, denke ich, anspruchsvollerer Lebensinhalt. Und meine Kinder sehen das ähnlich. Golf spielen kann er später. Also wird Schmidt und Hensch irgendwann in die Hände der sechsten Generation gehen, hier oben in Reinickendorf in Berlin.